Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder bei Movie Check. Heute möchte ich mit euch den Film Die Eiskönigin 2 besprechen. Die Eiskönigin 2 ist die nahtlose Fortsetzung zu dem Erfolgshit aus dem Hause Disney Studios, Die Eiskönigin aus dem Jahr 2013. Der zweite Teil dauert ähnlich wie der erste Teil knapp seine 105 Minuten und ist natürlich auch wieder für Kinder geeignet mit einer entsprechenden FSK 0 Freigabe. Entsprechend der Kontinuität in einem Franchise wie Die Eiskönigin bleibt sich Disney natürlich treu und hat auch hier wieder nahezu alle Leute, die beim ersten Teil mit dabei waren, auch für den zweiten Teil wieder verpflichtet. Unter anderem das Regie-Duo bestehend aus Jennifer Lee und Chris Buck und natürlich auch für die Inszenierung der Musik und des Musical-Charakters der Frozen-Reihe Christopher Beck, Robert Lopez und Kirsten Anderson Lopez. Als Synchronsprecher kehren selbstverständlich auch die deutschen Stimmen zurück, allen voran Dina Kürten als Königin Elsa und Yvonne Greizke als Prinzessin Anna. Und natürlich die meiner Ansicht nach wohl bekannteste Stimme in diesem ganzen Franchise, Harpe Kerkelin als der zauberhaft niedliche Schneemann Olaf. Worum geht's inhaltlich in Frozen 2 bzw. die Eiskönigin 2, nachdem wir letzten Endes die fulminant spannende Geschichte des ersten Teils erst einmal in 6 Jahren verarbeitet haben? Der zweite Teil schließt eigentlich nahtlos an die Geschichte des ersten Teils an. Unsere Helden, unsere Freunde, unsere lieben Charaktere haben sich arrangiert mit dem, was gewesen ist und führen ein ganz entspanntes Leben miteinander, haben sich aber auch weiterentwickelt. Und Olaf bringt es eigentlich ganz treffend auf den Punkt, man möchte eigentlich, dass alles, was jetzt ist, auch so bleibt, dass sich nichts verändert. Veränderung ist schlecht sozusagen oder zumindest nicht wünschenswert. Dann kommt es aber so, dass Elsa letzten Endes eine Stimme hört, die ihr etwas ins Öhrchen singt und sie deswegen ein bisschen wuschig macht, weil sie nicht weiß, was diese Stimme ihr für ein Geheimnis verraten möchte. Und da beginnt eigentlich die Reise, weil auch das Königreich Arendelle in Gefahr schwebt, dieser Stimme zu folgen und diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Und diese Reise führt natürlich nicht nur dazu, dass man eine Lösung versucht zu finden, um das Königreich Arendelle zu bewahren, weit gefehlt. Es geht auch vielmehr darum, dass tatsächlich unsere Helden sich auch wider Willen weiterentwickeln, den nächsten Schritt gehen, sich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert sehen, um dann aber auch das, was ist, als solchen Status quo, sage ich einfach mal, zu akzeptieren, aber auch wertzuschätzen und dann aber auch keine Angst davor zu haben, in die Zukunft zu gehen. Dementsprechend haben wir hier eine typische Coming-of-Age-Komponente. Unsere Helden machen alle Entwicklungen in diesem Film durch, unterschiedlicher Schwere, unterschiedlicher Dramatik, aber letzten Endes, so wie wir sie am Ende des Films sehen, waren sie zu Beginn des Films nicht unbedingt. Also jeder hat da tatsächlich sein Päckchen während des Films zu tragen und kann tatsächlich dann auch am Ende des Filmes vorweisen, sich weiterentwickelt zu haben. Entweder zum Besseren oder auch zum Schlechteren. Da möchte ich euch natürlich jetzt nichts vorwegnehmen. Diesbezüglich ist aber allen voran mir persönlich während des Sehens aufgefallen, dass dieser Musical-Charakter noch prominenter in den Vordergrund gesetzt wird, was mich überhaupt nicht gestört hat, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, als die ersten Musicals so losgingen in diesem Film, beziehungsweise die ersten Gesangseinlagen, muss man ja eigentlich eher sagen, da hatte ich schon die Befürchtung, okay, wird das jetzt so eine Art Highschool-Musical-Film, wo jede 5 bis 10 Minuten irgendeine Gesangseinlage kommt. Und tatsächlich muss ich sagen, relativ hochfrequentiert kamen diese Gesangseinlagen, aber sie haben mich nicht gestört. Stattdessen haben sie wunderbar die Geschichte weitergetragen, weiterentwickelt und gleichzeitig auch die Emotion in diesen Szenen mit der entsprechenden Thematik, die die singende Person aktuell beschäftigt, auch wunderbar transportiert und sind auch tatsächlich damit die Szenen gewesen, die mir am meisten auch ans Herz gegangen sind, die mich und meine kleine kindliche Seele, die ich sicherlich auch noch in mir trage, berührt haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass es nicht nur mir als Erwachsenen so ging, sondern allen voran den ganz vielen Kindern, die in diesem Kinofilm saßen, während ich ihn geschaut habe. Die haben getanzt, die haben gelacht, die haben mitgefiebert und haben so gesehen genau das eigentlich getan, was man eigentlich mit einem guten Kinderfilm erreichen möchte. Man möchte
die Fantasie anregen, man möchte letzten Endes, dass man sich in diesem Film verliert. Das ist meiner Ansicht nach, oder das sollte meiner Ansicht nach nicht nur der Anspruch sein für Kinderfilme, sondern generell für Filme. Aber hier ist es tatsächlich so gewesen, dass die Kinder, die diesen Film um mich herum mit im Kino gesehen haben, gemeinsam mit ihren Eltern in diese Welt eingetaucht sind und sich darauf einlassen konnten, eine Geschichte zu erfahren, zu sehen, zu hören, die letzten Endes nicht unbedingt so leichte Kost darstellt, wie man es eigentlich meinen dürfte, aber aufgrund dieser Gesangseinlagen und der Art und Weise, wie feinfühlig die Charaktere diese Themen ja kommunizieren und darstellen und darbieten, doch kindgerecht auch angeboten haben für die Kinder, die letzten Endes das im Kino gesehen haben. Das fand ich richtig, richtig toll. Das hat mich auch überrascht, weil meiner Ansicht nach hat der erste Teil das nicht so abgerundet tatsächlich vollbringen können, wie es jetzt der zweite Teil getan hat. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch überhaupt die Gesangseinlagen sind viel mehr im Ohr geblieben, meiner Ansicht nach, als noch beim ersten Teil. Da hatte man natürlich dieses Ich-lass-los-Thema primär im Ohr, immer wenn man an die Eiskönigin gedacht hat und dieses richtig, richtig coole Lied. Hier sind es mehrere Songs, die tatsächlich so einen Ohrwurm-Charakter auch bei mir ausgelöst haben, wo ich mir dachte, okay, das ist wirklich was, das berührt mich und das finde ich richtig, richtig toll. Und es gibt halt in diesem Film unterschiedlichste Emotionen, die berührt werden, unterschiedliche Gesichtspunkte auf ein Thema, die auch musikalisch dann dargeboten werden. Das hat mir richtig gut gefallen, dass man halt nicht nur das Thema Liebe von der einen, sondern auch von der anderen Seite, wenn man vielleicht Liebe nicht erwidert bekommt, auch einmal dargeboten kriegt. Das ist meiner Ansicht nach für Kinder in der frühen Entwicklung, wie eben die Kinder, die sich vermutlich diesen Film anschauen werden, auch verdammt wichtig, dass man eben nicht nur schwarz und weiß letzten Endes sieht, sondern auch die Grauzone dazwischen, und das hat dieser Film meiner Ansicht nach auch geschafft. Also vom Storytelling richtig, richtig gut. Einen Punkt möchte ich zum Schluss noch ansprechen, die Animation. Die Animationen waren 2013 für den ersten Die Eiskönigin Teil schon richtig, richtig gut. Ich finde aber, sie haben hier für den Teil 2 nochmal eine Schippe draufgepackt. Ich bin jetzt nicht so der VFX-Experte, geschweige denn der CGI-König. Ich kenne mich auch mit deren Nomenklatur überhaupt nicht aus. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, oder was ich glaube zumindest, was mir aufgefallen ist, dass die Texturen viel, viel detaillierter waren, dass die Texturen wirklich, wirklich zum Teil auch Fotorealismus hatten. Das ist jetzt nicht so wie beim König der Löwen Remake, da ist es ja tatsächlich Fotorealismus gewesen, aber es wirkte schon alles sehr authentisch, sehr organisch, und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Allen voran, wenn es dann darum ging, die Umgebung entsprechend auch lebendig zu gestalten, das hat mir richtig gut gefallen. Dann auch noch die ganzen Elemente, um die es auch in diesem Film geht. Feuer, Wasser, Luft, Erde und ein fünftes Element, was ich euch hier nicht vorwegnehmen möchte, was aber auch einen zentralen Charakter darstellt in diesem Film. Das hat mir richtig, richtig imponiert und war auch richtig süß in diesem Film umgesetzt. Insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, dass, wenn wir uns das Gesamtpaket von Die Eiskönigin 2 angucken, die Geschichte, die Erzählstruktur, die Sprecher, die wie auch schon zum ersten Teil eine richtig, richtig tolle Leistung erbracht haben. Dann natürlich die Musik und überhaupt diese Musical-Struktur. Das alles hat hier meiner Ansicht nach noch ein bisschen abgerundeter gewirkt als beim ersten Teil, der ja schon nicht schlecht war. Und dementsprechend fällt jetzt auch meine Wertung aus. In der Genre-Wertung vergebe ich für Die Eiskönigin 2 4,5 von 5 möglichen Punkten und in der Filmwertung 4 von 5 möglichen Punkten. Also insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten, und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn ihr mit eurer Familie, mit euren Kindern diesen Film noch nicht geschaut habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Das war meine kleine Kritik zu Die Eiskönigin 2. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Da unten könnt ihr abonnieren, das würde mich natürlich megamäßig freuen. Und falls ihr den Film schon gesehen habt, dann tippt mir doch mal eure Meinung zu Die Eiskönigin 2 auch unten in die Kommentare. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.